Moin moin ihr Lieben und willkommen zurück zu Formel 1. Auf geht's nach Miami. Wir haben allerdings kein sonniges Wochenende, zumindest Stand jetzt. Es regnet. Okay. Im Quali tue ich mich im Regen wieder ein bisschen schwer gegen die KI. Ich habe das Gefühl, dass die da ein bisschen overperformt immer. Hui. Hatten wir auch schon ein bisschen in Imola. Ja, aber wir können uns mal die Strecke anschauen. Also hier haben wir eine Vollgaspassage, da kann ich jetzt nicht so super viel Zeit verlieren, außer sich das Setup fragen. Aber gucken wir mal, wie es vorangeht. Im Rennen sollte es auf jeden Fall wieder mal einen Schritt nach vorne geben. Gleich geht ja noch P21 oder so. Sekunden Rückstand. Meine Hoffnung wäre tatsächlich, dass wir noch ein Auto holen eigentlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wobei das Rennen mal wieder wahrscheinlich sehr chaotisch werden könnte. Ich bin mal auf den Abstand zu Latifi gespannt. Ich schätze mal, dass er auf 21 jetzt landen wird. Ja, kein so starkes Quali, aber ihr habt es ja auch schon in Imola gesehen. Im Regenquali ist die KI OP. Ja, komm, laber nicht, als ob Nico Hülkenberg eine 35,8 gefahren ist. Genauso wie im Prinzip die ganzen Fahrer hinter ihm bis in den Top 10. Ja, also 1,4 Sekunden fehlt mir. Zu Alex Albon, der sogar hinter Latifi ist, fehlt mir eine gute halbe Sekunde. Gut, dass wir zumindest in der Fahrermeisterschaft recht gut dastehen. Sonst könnte man jetzt meinen, was ist mit dir los, Dave? 27 Pünktchen haben wir. Das ist die Startnummer von Nico. Ein Punkt hat Nico. Und das ist dann meine nächstjährige Startnummer. Bitte was? Und 28 Punkte haben wir in der KWM gesamt. Knapp vor Alpine. Und insofern gut, dass Nico hier auch vor den Ryan Alpine unter anderem ist. Aber auch vor George Russell, wie auch immer. Das Geheimnis liegt vielleicht einfach in der Fahrzeugperformance. Wir haben nämlich auch schon Alfa Romeo und Alpine jetzt überholt, sind nur noch hinter Mercedes, Red Bull und Ferrari. Und auch Haas macht hier gerade große Schritte. Insofern gucken wir mal. Das Mittelfeld geht immer so ein bisschen hin und her. Wir wissen selbst noch nicht so genau, wo wir sein werden. Insbesondere auch in diesem Rennen. Aber das gucken wir jetzt. Wir starten auf Medium-Reifen, werden auf Hard wechseln. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir nach vorne kommen. Let's go. Kommen direkt mal zwei Plätze hier mit snacken. Oder einen. Bin mal gespannt, ob ich in dieser einen Linkskurve auch eventuell innen überholen kann, ohne dass die KI einen komplett ignoriert. Ich probiere es mal. Okay, kann man nicht. Und dann verhaken wir uns und untersteuern weiter raus. Oh Gott, jetzt sind wir alleine mit den beiden Williams hier. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass die KI einen in gewissen Situationen auch wenigstens wahrnimmt. Das hat halt auch nichts mit aggressiver KI zu tun, wenn die einfach einlenken, wohlwissend, dass ihr da seid. Also wenn sie es wüssten. Naja, egal. Weiter. Boah. Vorbei an Stroll, vorbei an Vettel, let's go. Ihr daddelt mir hier einfach ein bisschen zu viel rum, Leute. Einfach mal ein bisschen Initiative zeigen manchmal. Die beiden Alpinen sind leider vor Hülkenberg jetzt. Im Quali waren sie noch dahinter. Schade. Boah, ich komme in den S-Kurven immer so krass ran an die KI. Ich glaube, auf der Geraden fehlt aber was, oder? Yuki Tsunoda 8/9 jetzt zu Zhou Guanyu. Hier ignoriert die KI einen innen auch immer wieder mal. Deswegen greife ich mal ein bisschen aggressiver an, damit es nicht so ein klassisches Ding ist, wo wir nebeneinander an den Scheitel gehen.
lieber am Schalter schon vorbei sein. Das ist die Devise bei der KI. So, und ich hoffe, dass wir jetzt vor Tsunoda bleiben können. Weil eine Sache ist krass. Die KI hat gefühlt immer unfassbar viel Traktion und Topspeed. Viel Traktion spricht irgendwie immer für viel Flügel. Viel Topspeed für wenig Flügel. Dass sie in den schnellen Kurven langsam sind, spricht eigentlich auch für eher weniger Flügel. Aber letztendlich fühlen die sich trotzdem einfach super, super unbalanced an, was so die verschiedenen Streckenabschnitte angeht. Im letzten Spiel waren sie in den schnellen Kurven OP, jetzt sind sie gefühlt auf den Geraden und in den Traktionspassagen sehr, sehr schnell. Aber wir halten hier ganz gut mit und wir sind dran am Alfa Romeo. So, dran an Zhu Guan Yu. Ich glaube, hier können wir auch wieder ein bisschen ERS nutzen, vorbeiziehen. Den Alpha Tauri sollten wir vielleicht auch ein bisschen schneller überholen, weil der verliert den Anschluss zu dem Mercedes da vorne. Ist das Hamilton? Okay. Ja, Hamilton. Okay, ein bisschen mehr als eine Sekunde sogar. Dann muss ich schnell vorbei an Gasly. Let's go. Ist noch dran an Pierre Gasly. Boah, ich komme noch vor der DRS-Aktivierung hier neben ihn. Crazy. Auf geht's. 1,2 Sekunden sein Rückstand zu Hamilton. Ja, da müssen wir hin. Ran an den Mercedes. So schnell ist er nicht. Der hobbelt die ganze Zeit rum. Oh, da wird gefightet in der letzten Kurve. Hülkenberg könnte an Norris vorbei. Das kostet alles ein bisschen Zeit. Ich war kurzzeitig mal ein bisschen weg von Gasly. Der ist jetzt wieder im 1-Sekunden-Fenster drin. Und wenn wir so weitermachen, kommt Zhu Guan Yu auch nochmal dran. Aber wir müssen mal pushen, Leute. Komm, Lewis, mach mal was. Mach mal irgendwas. Sonst gibt es wirklich hier die Rache für Imola noch. So, auch hier wieder den Geraden ein bisschen ERS gespart. In den Kurven komme ich hier jetzt eh wieder ran. Ja, gut, dass ich da so einen Abstand lasse, weil jetzt sind wir halt wieder direkt an Hamilton dran und haben komplett die Batterie geschont. Sehr gut. Hülkenberg fightet weiterhin gegen Norris. Für mich selbiges Spiel, komplett die Batterie geschont, weil hier sind wir eh sofort dran. Alter, der McLaren ist so langsam, unfassbar. Eieiei. Leute, 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 was ist denn hier los? Fahrt mal schneller! Okay, Norris hat anscheinend Motorschaden. Wow, okay, nee. Schumacher hatte einen Motorschaden. Na komm, Hamilton, greif ihn mal an. Mach mal was. Du Langweiler. Ah, jetzt hat er eine Chance. Wenn Hamilton jetzt vorbeikommt, dann können wir hier wieder schnell aufschließen. Wenn Ricciardo vorne bleibt, dann kriegen wir Hülkenberg und Norris vermutlich nie und die anderen eh nicht. Deswegen muss ich ein bisschen Hamilton nach vorne... Oh Gott. Nach vorne pushen oder mir nach vorne wünschen. Oh Gott, Leute! Was macht ihr hier? Könnt ihr bitte nicht mehr fighten, danke? Wir verlieren zu viel Zeit! Wir haben noch keine Zeit, Leute! So, vorbei an Ricciardo. So, weiter dranbleiben an Hamilton. Und hier sehen wir auch beim Anbremsen hier, wenn es nur Hamilton ist und nicht Ricciardo oder so, der hinter dem der rumtuckert, dann kommen wir hier auch kaum ran. Also wir haben ungefähr die Pace von dem Mercedes dann dort. So, jetzt sind wir direkt dran. Oh Gott, ich könnte ihn überholen. Nein, Hamilton, bleib vorne. Bleib vorne, bleib vorne. Komm, du machst das. Komm, let's go. Kampflinie heißt halt eigentlich nicht, ey, wir fahren instant 2-3 Sekunden langsamer, ne? Krass, in den langsamen Kurven bin ich sogar gegen Hamilton komplett OP. Also irgendwie strange. Super, super langsam, wie er da unterwegs ist. Vielleicht sollte ich ihn überholen und meinerseits schnell an Norris ran. Mal gucken. Probiere ich vielleicht mal in der nächsten DRS-Zone, also in der übernächsten jetzt. Oh Gott, Hülkenberg und Norris fighten wieder. Das heißt, wir sind im Prinzip wieder direkt im DRS-Fenster gleich. Von denen.
Uiuiui. Jetzt erstmal nicht die Position verlieren gegen Ricardo. Sauber. Okay, die gehen gleich 3 wide da rein oder was? Fast. Außenrum hier überholen wäre auch mal cool. Da muss ich aber viel näher dran sein für. Aber selbst dann wird es, glaube ich, schwer. Also Hülkenberg, Norris sind hier gerade auf jeden Fall die unfassbar slowen Dudes. Ah, come on. Die Gruppe da vorne ist nicht uneinholbar, ne, eigentlich. Und die Red Bull sind auch nicht so weit weg. Krass. Achtung, Achtung. Was? Oh, grün? Oh, da vorne ist jemand ausgeschieden. Der nächste Haas. Magnussen ist raus. Hey, crazy. Er läuft bei ihm. Damit könnten Nico und ich in die Punkte reingekommen gleich. Und Norris! Alter, Leute, jetzt mal wirklich im Ernst, ey. Wenn sich Norris schon verbremst, dann kann doch nicht Hamilton einfach am Apex stehen bleiben. Was ist denn mit euch los? Ach, come on! Und Norris fährt hier geradeaus. So, da sind wir vorbei. Das ist prima. Viva Colonia. Und damit geht's ran weiter an Hamilton. Okay, jetzt geht's gleich auf die harten Reifen. Ey, ich glaube, ich spare jetzt einfach nochmal komplett ERS und overcutte die Jungs einfach alle. Eine Runde oder zwei Runden länger draußen bleiben und dann einfach komplett loslösen. Weil ich glaube, diese Gruppe kostet einen so viel Zeit hier. Das ist insane. Hamilton an der Box. Okay, jetzt wird gepusht. Schnell ran an Nico Hülkenberg. Ich bin mal gespannt drauf, ob ich in den ersten Kurven hier sogar diese 1,8 Sekunden Lücke auf unter eine Sekunde runterfahren kann. So, binnen einer Runde sind wir tatsächlich dran an Nico Hülkenberg mit freier Fahrt. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und damit aktivieren wir nochmal das DRS. Er selbst ist an Charles Leclerc dran. Gut, da werde ich mich wahrscheinlich schwer tun, wirklich da mithalten zu können. Aber vielleicht gibt es irgendjemand anderen, der uns jetzt Windschatten spenden kann gleich. Das wäre cool. Hamilton war schon drin. Hülkenberg geht jetzt rein. Gib mir nochmal DRS dann. Oder auch nicht? Hä? Als ob ich über eine Sekunde weg war von Hülkenberg nach der Haarnadel oder so. Oder wo auch immer der Aktivierungspunkt ist. Na, wie auch immer, wir kriegen das schon hin. Oh, Sainz hält jetzt erstmal Leclerc gleich auf. Die beiden Ferrari fighten weiter. Das Gute ist, wenn die so weitermachen, können wir vielleicht tatsächlich bei denen mitfahren. Das wäre lustig. Hoffnung wäre dann nur, dass sie sich nicht weiter noch Zeit kosten oder so dann, aber mal schauen. Die beiden Ferrari fighten wieder. Ja, die geben es sich halt richtig. Können sie auch machen. Verstappen ist 10 Sekunden weg. Keine Ahnung, wo Perez ist. Hinter Russell sogar, okay. Ja, die da hinten fighten auch ziemlich stark gegeneinander und dementsprechend, die haben hier wenig zu befürchten. Außer den Renault, der sie hier gleich besiegen könnte. Ja, die beiden Ferrari fighten wieder. Aber kaum haben sie mal nicht gefightet, schon sind sie direkt 3-4 Sekunden oder so weggefahren. Gut, meine Zeiten werden gerade auch ein bisschen schlechter, aber ich gehe jetzt nach dieser Runde einfach rein und hole mir Softs. Weiter hinten haben wir halt auch irgendwie zu Perez weiterhin über 10 Sekunden Vorsprung, weil er wahrscheinlich gegen Russell relativ viel gefightet hat. Und meine Position nach dem Stopp ist auch P9, das war kurzzeitig mal P10. Wahrscheinlich, weil die auch einfach alle da hinten kämpfen, so. Hamilton ist auf diese Gruppe mit den Alpinen und dem Alfa Romeo aufgelaufen. Oh oh. Und danach ging es halt... Oh. Okay, Auto sehr untersteuernd. Okay, der eine Alpin, Alonso, konnte sich von den anderen lösen. Guck mal auf den Abstand, Alter. Oh. Ja, weil ihr auch seht, wie die fighten, ne? Also, Formelsport ist anscheinend jetzt auch Kontaktsport geworden. Robin ist racing. Man das unbedingt für Formelsport zu sehen muss? I don't know. Hamilton auf jeden Fall. Ah, hat er DRS? Hat er keinen DRS? Nicht bei mir im DRS-Fenster, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall sehr knapp. Ja, also meine Hoffnung ist jetzt noch Alonso zu holen. Das hat sich gelohnt, der Overcut. Ich glaube, ich sollte immer quasi ohne KI um mich herumfahren. Das scheint echt worth it zu sein. Hier in dem Abschnitt dürfte ich doch wegkommen, oder? Von Hamilton.
Auto lenkt wieder sehr gut ein. Und 1,3 Sekunden, also läuft. So, ich bereite jetzt mal die schnellste Rennrunde vor, den Versuch für diese. Und dazu muss ich ein bisschen Abstand zu Alonso lassen, damit ich hier direkt ERS nutzen kann. Quatsch, nicht ERS, DRS. Rankomme. Ich darf halt nicht zu nah dran sein, ne? Also, so. Jetzt mit DRS rankommen. Nach den S-Kurven muss ich dann vorbei sein. Und da ich jetzt weit weg bin, laufe ich hoffentlich nicht auf in den Kurven gleich. Schnellste Runde ist 1,30,7, deswegen wir brauchen eine etwas schnellere Zeit nur. So, 8 Zehntel weiterhin. Also so, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt haben wir hier für die Links... Nach der Linkskurve haben wir jetzt DRS. So, jetzt kann ich hier schön vorbei. Krieg den gesamten maximalen Effekt von DRS, Windschatten und Co. So, und jetzt nochmal schön spät bremsen. Er bleibt trotzdem innen, auch wenn es irgendwie aussichtslos ist. Er bleibt innen, aber trotzdem wird er maximal langsamer. So. Oh. Nee, ich bin zu langsam, oder? Was sagt das Delta? Oh, sieht sogar ganz gut aus. Es könnte funktionieren. Let's go, Dave. Do it. Tu es. Es könnte klappen. Yes! Schnellste Runde zumindest stand jetzt. Nice, jetzt muss ich nur noch weg von Alonso, damit er kein DRS kriegt. Ja, Alonso ist unglaublich schnell. Alter Falter, ey. Okay. Krass. Boah. Heieiei. Muss hier mächtig aufpassen. Na, ah, er war kurz mal eine Sekunde weg, glaube ich. Schade. Alonso greift jetzt außen nochmal an. Eigentlich nur ein Spielkameraden für ihn. Wenn Hamilton dran wäre, wäre es eigentlich ganz cool. Dann könnten die gegeneinander fighten. So, ich bleibe noch eine Runde oder so dahinter. Spare ein bisschen ERS und dann versuche ich es nochmal. Nicht auf die schnellste Runde konzentriert quasi schnell zu fahren, sondern so zu fahren, dass ich Alonso sofort wegziehe, nachdem ich ihn überholt habe. Das wird der Versuch jetzt sein. Oh, Alonso verbremst sich. Na gut, jetzt hat er halt nochmal DRS hier direkt. Wow. Das war wahrscheinlich so ein klassischer Alonso-Trick mal wieder. Okay. Ich glaube aber am Ende dieser Runde hat er keine Chance mehr auf Tricks. Da bin ich schon längst vorbei. So, der Plan ist jetzt, in den S-Kurven super nah dran zu sein. Nicht wie bei der schnellsten Runde relativ weit weg zu sein. So, auf geht's. Nochmal mächtig pushen. Drei Zehntel. Das kriegen wir hoffentlich hin. Dann muss ich in diesem kurzen Geschlängel dann gleich sehr schnell sein. So, auf geht's. Ey, ich krieg Alonso leider nicht aus dem DRS-Fenster, ne? Doch! Das war, glaube ich, gerade eine Sekunde, oder? Ey, könnte aber noch dran sein. Oh Gott, das wird unangenehm, ey. Das wird so unangenehm, die letzte Runde jetzt. Er ist noch dran. Ich verstehe halt nicht, warum das Heck da so leicht ist in manchen Kurven, aber hey.
Final Rap. Final Rap, also. So, kannst du dich ruhig nochmal verbremsen, Fernando? Okay, Alonso ist jetzt noch dran. Hamilton direkt hinter ihm. Immer die Innenbahn einnehmen, Dave. Immer die Innenbahn. GG an Carlos Sainz. Hat er gut gemacht. Ja, der Alpine hat so viel Topspeed, das ist unfassbar. Also wie viel ich muss gleich mal im Replay gucken, wie viel der hier gefahren ist. Das ist, ich kann es nicht glauben. Das ist unfassbar. Aber ey, P7, 7 Punkte nach Hause geholt. Ist okay. Ist in Ordnung, ist ein gutes Rennen gewesen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich mittendrin keine wirkliche Aussicht mehr auf Punkte hatten. Vor allem bei den ganzen Zweikämpfen, die ja super strange waren. Aber ein gutes Rennen. P7 ist okay. Nico Hülkenberg aber leider nur auf P11. 0,4 Sekunden entfernt von einem Punkt. Den hätte ich gerne gesehen bei ihm. Insgesamt haben wir damit 34 Pünktchen. Genau wie Fernando Alonso. Ein Punkt bei Nico Hülkenberg. Aktuell auch nur ein Punkt bei Ocon. Und das bedeutet Alpine und unser Team, wir sind punktgleich. So gesehen die beiden Schwesternteams, Renault-betriebene Fahrzeuge und ja, direkt dahinter haben wir Alfa Romeo. Die haben dieses Mal nicht ganz so gut gepunktet, nur 2 Pünktchen. Aber sieht doch ganz cool aus. Wir hätten aber diese direkte Position gegen Alpine gebraucht, ne, bei Alonso. Schade. Aber machst du nix, gehen wir ins Hauptquartier. Und damit geht's zur Marketingabteilung. Rivalen betrachtest. Wir brauchen deine Meinung. What? Warum, was ist, meine Rivale? Ich kann nur die beiden Mercedes-Piloten als Rivalen nehmen. Kein Kommentar. Also, jetzt mal im Ernst, nö. Danke für deine Hilfe, bitte sehr. Melde dich wieder, wenn sich Charles Leclerc meldet. Ja, den habe ich wenigstens auch mal in einem F1-Spiel überholt. Ja, den echten zumindest. So, okay, gehen wir weiter. Fahrzeugentwicklung, was machen wir denn noch alles? Seitenkastenprofil, ja, wir nehmen auch die Red Bull Seitenkästen an, natürlich. Scheint irgendwie das beste Konzept so zu sein. Und, boah, 1358 haben wir hier. Was machen wir hier? Übrigens, wenn ihr im Hintergrund jetzt was hört, das ist dann meine Klimaanlage, die ich tatsächlich jetzt dann doch nochmal irgendwann aktiviert habe, als ich gemerkt habe, ey, die Hitze wird für mich persönlich unausstehlich. Also es ist wirklich, 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 wirklich heiß und ich habe sehr lange gewartet. Habe ein paar Tage mit 30 plus Grad auch einfach so akzeptiert, aber jetzt merke ich auch, ich bin super erschöpft, ich bin platt, ich bin müde und ich glaube, die Bedingungen, unter denen ich F1 fahre, die tragen halt auch dazu bei, dass ich halt körperlich ein bisschen manchmal schlapp bin und habe mir gedacht, hey, für euch möchte ich natürlich volle Performance geben. Deswegen machen wir das so. So, ihr Lieben, beim nächsten Mal geht es dann weiter. Weiterhin das viertstärkste Auto im Feld vor Alfa Romeo, Haas, Alpine. Aber wir haben ja häufiger schon gesehen, das muss im Prinzip nicht unbedingt was heißen. Und ja, dann geht's nach Spanien. Spanien, tatsächlich, ja, stimmt. In der anderen Karriere sind wir schon weiter im Stream. Der wird heute ausfallen, aber ansonsten, ja, wir sind in Spanien. Ich freue mich drauf. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, das gerne auch nach oben, dann gerne ein Abo raushauen, beim nächsten Mal dabei sein. Bis demnächst. Haut rein. Tschüss.